Bedienpanel auf die Schaltfläche Übertragung starten, damit alle Teilnehmer Sie hören können. Das Programm wird Sie benachrichtigen, sobald die Sprachübertragung beginnt. Die Sprachübertragung beginnt jetzt. Alle Teilnehmer befinden sich im Zuhörermodus. So, einen wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Nikolaus Nikolzios und ich freue mich, dass ich Sie heute durch das Webinar führen darf. Am Beginn vielleicht ganz kurz die obligatorische Frage. Können Sie mich alle gut hören und sehen Sie auch die Folien? In der Zwischenzeit, wenn Sie mir da gerade so ein bisschen Feedback geben könnten, dann fange ich vielleicht gleich einmal auch mit dem obligatorischen Risikodisclaimer an. Ja, der wichtige Aspekt hier ist, dass wir hier bei Wikifolio jetzt keine Anlageberatung machen. Das dient jetzt grundsätzlich einmal zur Information und ich hoffe natürlich, dass ich das Webinar dementsprechend spannend für Sie gestalten konnte. Und es sei auch an der Stelle auf die Risikofaktoren in den prospektlichen Dokumenten der Lang- und Schwarz-Aktiengesellschaft im Basisprospekt, beziehungsweise Sie finden diese Prospekte sowohl bei uns über die Homepage oder dann auf den jeweiligen Seiten von Lang und Schwarz. Wie gesagt, der wichtige Aspekt an der Stelle ist, wir machen hier keine Anlageberatung, aber ich hoffe, dass es für Sie spannend ist. Ja, und damit können wir eigentlich schon losstarten. Ich habe am Beginn immer ganz gern Zitate mitgebracht. Heute, ja, das Zitat von Brian Tracy, ich weiß, der ein oder andere, der jetzt schon öfter da war, hat das vielleicht schon gehört, aber es passt einfach perfekt zu Wikifolio. Lernen Sie von den Experten, Sie werden nicht lange genug leben, um alles selber herauszufinden. Also ich glaube, das passt halt ideal auf Wikifolio, weil man halt die Möglichkeit hat, von anderen Tradern zu lernen und dann eben auch von deren Performance profitieren kann. Und das zweite Zitat, das ist von Sir John Templeton und das trifft eigentlich einen der wichtigsten Aspekte bei Value Investing. Die besten Schnäppchen sind nicht die Aktien, deren Preise am niedrigsten sind, sondern eher die Aktien mit den niedrigsten Preisen in Relation zu ihrer möglichen Einkommenskraft in zukünftigen Jahren. Und ich glaube, der wichtige Aspekt ist hier eben der zweite Teil dieses Satzes. Ich kenne viele Trader, die schauen nur auf die klassischen Bewertungskennzahlen, ein Kurs-Gewinn-Verhältnis. Aber wenn man nicht auf die Ertragskraft schaut des Unternehmens, dann fehlt eben ein wesentlicher Aspekt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, sich das hier an der Stelle nochmal in Erinnerung zu rufen. Ganz kurz nur für Wikifolio, für diejenigen, die heute neu dazuschalten. Was haben Sie auf Wikifolio für Möglichkeiten? Also Wikifolio bietet Ihnen eben vollkommene Transparenz. Sie können sich alle Portfolio-Positionen, Trades und Kommentare von den Tradern ansehen und Sie können eben vom Wissen der Trader auch profitieren. Und das funktioniert bei uns bei Wikifolio über ein börsengelistetes Produkt, genauer gesagt über ein Indexzertifikat, das eben von unserem Partner, der Lang und Schwarz, emittiert wird. Wie das zustande kommt, beziehungsweise der gesamte Kreislauf, sieht man hier auf der Folie dargestellt. Wir haben also bei uns auf Wikifolio auf der Plattform gibt es einerseits die Gruppe der privaten Trader, Medienunternehmen oder Vermögensverwalter. Diese erstellen auf Wikifolio ein Musterdepot. Und sofern der Trader das dann auch investierbar machen will, da müssen drei Kriterien erfüllt sein. Einerseits 10 Vormerkungen braucht man, 21 Tage Track Record und 2500 Euro vorgemerktes Kapital. Und wenn der Trader dann sein Musterdepot investierbar machen möchte, dann kann er die Emission eben beantragen und das dauert im Schnitt 4 bis 6 Wochen, bis dann unser Partner, die Lang und Schwarz, ein Indexzertifikat auf dieses Musterdepot veröffentlicht hat. Die Indexzertifikate werden an der Börse Stuttgart gehandelt und ich sage mal so salopp, alle gängigen Broker, die eine Anbindung an die Börse Stuttgart haben, können dann auch ganz normal diese Indexzertifikate erwerben und damit können potenzielle Anleger diesen Performance bzw. dann den Wikifolios auch
folgen. Das bringt mich dann schon auf unsere aktuelle Suchseite. Also Sie sehen es, wir haben aktuell über 7600 investierbare Wikifolios. Ich habe jetzt sowohl normale Wikifolios als auch die Wikifolios mit Hebelprodukten hier dazu anmarkiert. Das heißt, Sie sehen aktuell hier alle investierbaren Wikifolios und da bekommen wir natürlich sehr häufig die Frage, wie soll man sich hier zurechtfinden? Nun, wir haben hier versucht, unterschiedliche Parameter und Filterkriterien anzugeben. Standardmäßig sind alle Wikifolios nach der Top-Wikifolio-Rangliste sortiert. Wir haben dazu ein eigenes Video gemacht, das finden Sie auf YouTube, wie diese Rangliste berechnet wird. Im Wesentlichen sind es 9 unterschiedliche Kennzahlen, also da fließt die Performance rein, auch wie viel Assets sind in dem Wikifolio drin, der maximale Drawdown und so weiter. Also 9 unterschiedliche Kenngrößen, nach denen ein Gesamtpunktewert berechnet wird. Aktuell, Sie sehen es hier auch in dieser Folie, also die ganzen Internet-Wikifolios, also vor allem die Wikifolio-Trader, die halt sehr stark auf den Technologiesektor setzen, die laufen eigentlich noch immer ungebrochen. Wir sind momentan in einer Marktphase, wo einige Sektoren sich sehr schwer tun, also wo es eher schon ein Abwärtstrend ist, aber wir sehen eigentlich, Technologie läuft noch immer und von daher merken Sie auch, dass das Ranking sich jetzt die letzten Tage und Wochen doch relativ stark verändert hat und eben vor allem die Wikifolios, die Technologie drinnen haben, noch sehr gut laufen. So, und damit starten wir jetzt eigentlich durch und kommen dann zu den 12 Regeln von Warren Buffett. Ich habe mir vielleicht heute ganz kurz als Einleitung, ich habe mir gedacht, es ist doch einmal spannend, so auf einige der wichtigsten Prinzipien zu schauen, was Buffett hier sozusagen als seine Investmentprinzipien zusammengefasst hat. Wobei man dazu sagen muss, er hat es ja nie selber in einem Buch zusammengefasst, aber einige Autoren haben das dann aus seinen jährlichen Statements herausgefischt und man kann eigentlich sagen, diese 12 Regeln, die ich Ihnen da präsentiere, das ist so ein bisschen die Kernphilosophie oder eben die wichtigsten Punkte, die er hier sozusagen zur Bewertung oder generell zur Investmentphilosophie von sich gegeben hat. Ich muss eines dazu sagen, es ist natürlich jetzt kein detaillierter Bewertungskurs. Ich habe dann trotzdem eine leichte Formel von Graham noch drinnen, aber wenn dann natürlich wirklich Interesse bei den genauen Bewertungsverfahren besteht, da gibt es dann die spezielle Fachliteratur. So, aber starten wir los. Am Beginn hat er von Benjamin Graham gelernt, der Preis ist das, was du zahlst und der Wert ist das, was du kriegst. Und er hat dann gesagt, es ist egal, ob man da über Socken spricht oder Aktien, er bevorzugt einfach Qualitätsware zu kaufen, wenn die Preise günstig sind. Und das ist immer so das schöne Beispiel. Ich vergleiche Value Investing eigentlich immer mit klassischen Kaufen im Abverkauf. Wenn Sie gute Kleidung oder was auch immer Sie kaufen wollen, halt im Abverkauf erwischen, dann kriegen Sie dieselbe Qualität zu doch deutlich günstigeren Preisen. Und an der Börse ist es halt sehr ähnlich, dass dieser launische Mr. Market, wie er manchmal genannt wird, dann durchaus auch in Panik verfällt. Und gerade in diesen Panikreaktionen kommt es auch immer wieder zu Übertreibungen. Und das sind halt dann die spannenden Zeiten, wo man versuchen kann, unterbewertete Aktien zu finden. Das bringt mich auch zum zweiten Zitat. Die meisten Leute interessieren sich für Aktien, wenn alle anderen es tun. Die beste Zeit ist es aber, wenn sich niemand für Aktien interessiert. Und das ist etwas, was, glaube ich, psychologisch sehr interessant ist. Da spielen sicherlich die Medien auch eine gewisse Rolle. Natürlich, wenn der Aktienmarkt sehr gut läuft, Sie können sich vorstellen, viele Zeitschriften und sowohl Print als digitale Medien schreiben dann über Aktien, wie leicht es ist, mit Aktien Geld zu verdienen. Das ist eigentlich dann die Zeit, wo sich sehr viele Leute auch für Aktien interessieren. Das Gemeine ist halt nur, wenn diese Euphoriephase dann gegen Ende ist, dann sind natürlich auch schon sehr viele Leute investiert und dann fehlt halt irgendwann auch der Kaufdruck, dass die Kurse hier dann weiter in die Höhe gehoben werden. Und von daher gibt Buffett eigentlich den Hinweis, man sollte eigentlich dann genau in der Phase, wenn sich sehr wenige Leute für Aktien interessieren und genau dann, wenn sie auch vielleicht in der einen oder anderen
nennen wir es mal so Boulevardzeitung, dann lesen, die Aktie ist tot oder irgend sowas. Das ist dann häufig eigentlich eine Zeit, wo dann eine depressive Stimmung verfallen ist und die Aktienkurse aber dann auch sehr hinuntergedrückt worden sind. Und das ist dann eigentlich eine Zeit, wo man günstig einkaufen kann. Er sagt dann weiter, der dümmste Grund, eine Aktie zu kaufen, ist, weil sie steigt, und der dümmste Grund, eine Aktie zu verkaufen, ist, weil sie fällt. Gut, dieses Zitat muss man jetzt sagen, das steht hier eigentlich im strengen Widerspruch zu klassischen Trend Trading. Ich sage es durchaus dazu, ich bin schon auch ein gewisser Fan von Trendfolgetrading, und ich glaube, wenn man das gut betreibt, macht das auch durchaus Sinn, auch für Privatpersonen. Aber man muss eben den großen Unterschied verstehen. Es ist eigentlich etwas, was grundsätzlich jetzt gegen das Value Investing spricht, weil wenn ich natürlich einen sehr etablierten und langfristigen Trend schon habe, dann ist die Aktie natürlich schon sehr weit im Trend fortgeschritten. Ich schaue jetzt nur ganz kurz nach, weil es kam jetzt eine Frage rein. Wie ist es im Moment? Vielleicht, wenn Sie diese Frage noch ein bisschen genauer erörtern können, meinen Sie im Moment auf die Aktienstimmung oder auf die Trendphase? Wenn Sie da noch ein paar Stichwörter dazugeben, dann kann ich die Frage vielleicht auch ein bisschen genauer dann beantworten. Ja, aber wie gesagt, er sagt, der dümmste Grund, eine Aktie zu kaufen, ist einfach, weil sie steigt. Also das widerspricht an und für sich dem Trend-Trading. Aber wenn man halt sich an strenges Value-Investing hält, dann analysiert man einfach bestimmte Kennzahlen und sagt einfach, gut, wenn die Aktie jetzt wirklich günstig ist, und das ist, hat sie halt dann häufiger dann nach einem Abwärtstrend eigentlich gehabt, beziehungsweise wenn sie halt gerade eine Bodenbildung macht, das wäre halt für ihn dann ein Einstiegsgrund, nicht aber, weil irgendwelche Charts einfach steigen. Das Zitat 4, ich glaube, das ist etwas, wo ich sagen würde, das hat vor allem den jüngeren Buffett ausgezeichnet, dass er gesagt hat, er möchte eigentlich Aktien von Firmen kaufen, die idiotensicheres Geschäft betreiben, denn früher oder später wird jedes Unternehmen mal von einem Idioten geführt werden. Also es soll ein einfaches Geschäft sein, es soll eigentlich leicht zum Durchschauen sein. Und vielleicht ein Zusatz noch zu dem Zitat. Er hat auch gesagt, er möchte ein Geschäft sehr genau verstehen. Also er möchte wirklich wissen, wie funktioniert ein Geschäft. Klassisches Beispiel, das er dann früher in der Literatur immer gebracht hat, Coca-Cola. Er versteht, wie viele Flaschen werden produziert, wie viele Flaschen werden tatsächlich verkauft, was erwartet man sich die nächsten Jahre, wo könnte es ein Steigerungspotenzial geben. Das ist etwas, was er sehr leicht bewerten kann. Schwieriger hat nicht nur er sich, sondern generell Value-Investoren tun sich halt etwas schwerer dann häufiger bei Internetfirmen, wo viele Patente sind, wo viele Einnahmen auch durch Werbeeinnahmen sind. Das ist halt doch etwas schwieriger zu messen als einfach Firmen, die ganz klassisch irgendein Gut produzieren und das halt einfach verkaufen. Das fünfte Zitat. Was ein Investor wirklich braucht, ist das Können, ausgewählte Unternehmen korrekt zu evaluieren. Man bemerke dabei das Wort ausgewählt. Man muss kein Experte für alle Unternehmen sein und noch nicht einmal für viele. Man muss lediglich in der Lage sein, jene Unternehmen innerhalb des eigenen Kompetenzbereiches zu evaluieren. Dieser Bereich muss noch nicht einmal groß sein, aber seine Grenzen zu kennen, ist jedoch überlebenswichtig. Ich glaube, auch das ist ein sehr wichtiges Zitat, das man durchaus sagen kann. Und das ist auch ein Phänomen, was wir durchaus bei einigen Wikifolio-Tradern beobachten. Viele versuchen, alle möglichen Aktien in jedem Sektor zu traden. Und eigentlich sehen wir, dass eine bessere Performance dann möglich ist, wenn man sich auf ein paar Sektoren spezialisiert hat, dort wirklich versucht hat, auch ein Fachwissen sich aufzubauen. Und dann, wenn dieses Fachwissen aufgebaut wird, dann hat man natürlich auch bessere Chancen, das Unternehmen dementsprechend richtig zu bewerten. Also vielleicht da der Hinweis,
Spezialisieren Sie sich auf ein paar wesentliche Sektoren, die spannend sein können, wo Sie vielleicht auch ein Wachstumspotenzial die nächsten Jahre sehen können. Und versuchen Sie nicht zu breit und in alle Sektoren zu gehen, weil es ist dann auch schwierig, hier den Überblick zu erhalten. Eine Grafik, die ich Ihnen dazu zeigen möchte, die immer wieder so im Value Investing auch hergezeigt wird. Ich zeige Ihnen dann gleich eine Formel, wie man diesen inneren Wert bestimmen kann. Aber gehen wir mal davon aus, dass Sie in der Lage sind, ein Aktienunternehmen korrekt zu bewerten. Man spricht dann vom sogenannten inneren Wert. Und das soll hier diese Mittellinie darstellen, die hier als intrinsischer Wert oder innerer Wert bezeichnet wird. Und Sie sehen dann eben die Aktienkurve, dass die Preise dann eben einmal überteuert sind, beziehungsweise in der anderen Seite überverkauft oder sozusagen eher günstig bewertet sind. Und Benjamin Graham hat etwas gesagt, wenn die Aktienkurse 20% unterhalb des inneren Wertes liegen, also sprich bei 80% des inneren Wertes, ab dann wäre für ihn eine Zone des Kaufens. Und das sehen Sie also hier in dem Chart als die grünen Flächen markiert. Und man kann also sich leicht vorstellen, für einen Value Investor, das wären die Regionen, wo man grundsätzlich kaufen sollte. Lassen Sie diese Grafik mal so ein bisschen auf sich wirken. Ich schaue dabei ganz kurz bei den Fragen rein. Wie gesagt, also die grüne Zone wären dann eben Regionen, wo man kaufen könnte. In den roten Zonen, da wird es dann natürlich eher überteuert. Ja. Gut, jetzt kam eine Frage rein, konkret zu Einzeltiteln, Daimler, VW, Porsche, ob ich das als günstige Value-Aktien betrachten muss. Also da muss ich eben leider dazu sagen, ich darf eben keine Einzelstückempfehlung geben, beziehungsweise Anlageberatung. Vielleicht etwas kann ich allgemein dazu sagen. Schauen Sie sich natürlich bei den Autowerten, also der ein oder andere Titel zahlt hier schon eine recht schöne Dividende. Das schaut durchaus spannend aus. Aber die große Frage, die ich mir auch bei vielen Autoherstellern jetzt stelle, ich habe vor einiger Zeit ein Webinar über Tesla auch gebracht, beziehungsweise generell über elektrobetriebene Autos. Und eine Frage, die man sich hier schon stellen kann, wo werden wir in 3 Jahren oder 5 Jahren sein? Ob dieser Schwung oder dieser Wechsel zu elektrobetriebenen Autos noch massiv sich erhöhen wird. Da haben manche Hersteller eben den Wechsel dorthin schneller geschafft und manche vielleicht etwas weniger geschafft. Also vielleicht das hier als ein Aspekt dann mitzunehmen. Das andere, was ich natürlich schon sagen kann, versuchen Sie dann natürlich klassisch einmal sich die Kennzahlen anzuschauen, Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Buchwert-Verhältnis. Und das nächste, was ich mir anschauen würde, eben genau diese Ertragskraft. Das heißt, können diese Unternehmen die Gewinne auch über die Jahre konstant steigen? Oder ist das eher etwas, was eigentlich schon stagniert oder rückläufig ist? Das sind dann immer die klassischen Kennzahlen, auf die ich dort schauen würde. Ja, und das bringt mich eigentlich genau zur nächsten Formel. Ich sage vielleicht eines dazu, diese sehr einfache Formel von Benjamin Graham, das ist nur so eine allererste Näherung, dass man mal ungefähr eine Idee haben könnte, wo dieser innere Wert liegen könnte. Diese Formel ist natürlich bei Weitem nicht perfekt. Sie funktioniert vor allem dann nicht, wenn das Unternehmen keine Gewinne oder sprich negative Gewinne also dann hat. Also sprich, wenn es keine Gewinne pro Jahr generiert, dann funktioniert diese Formel nicht und sie ist auch, wie gesagt, nur eine sehr grobe Näherung. Wenn man genauer Aktien bewerten möchte, dann möchte ich an der Stelle einfach verweisen auf die Spezialliteratur. Discounted Cashflow Methode ist so das eine große Stichwort und das andere die Multiplikatoren-Bewertungsmethoden. Das machen wir für heute jetzt nicht detailliert durch, aber wenn Sie sozusagen die Richtung sehr interessiert, also klassisch, wie gesagt, Multiplikatoren Methode oder Discounted Cashflow Methode, auf diese hier verwiesen. Aber wie gesagt, als sehr einfache Näherung hat Benjamin Graham diese Formel eben formuliert und Sie sehen es an der zweiten Zeile,
Diese Formel hat ein bisschen die Struktur fürs Kursgewinnverhältnis. Ich meine, Kursgewinnverhältnis ist ja normalerweise Aktienkurs dividiert durch den Gewinn pro Aktie. Sie sehen jetzt, der Gewinn pro Aktie wurde auf die rechte Seite der Gleichung gebracht, also Gewinn pro Aktie mal KGV. Und Benjamin Graham hat quasi für das KGV als Näherung 8,5 plus 2 mal das Wachstum der Aktie, entschuldigen Sie, zweimal das jährliche Gewinnwachstum angegeben. Und das ist quasi so eine Näherung für das KGV. Schauen wir uns ein einfaches Beispiel dazu an, dann wird das etwas klarer. Eine beliebige Aktie XY AG erwirtschaftet einen Gewinn von pro Aktie von 2 Euro und das jährliche Gewinnwachstum beträgt 4%. Ja, und wenn ich jetzt einfach in diese Formel einsetze, also ich setze dann hinten 8,5 plus 2 mal die 4% ein und vorn dann die 2 Euro Gewinn pro Aktie. Wenn ich das ausrechne, komme ich einfach auf 33. Das ist also eine sehr einfache Formel, um einmal grob eine Näherung zu bekommen. Hier könnte man sagen, die Formel nach Graham würde jetzt hier für diese Aktie einen inneren Wert von 33 angeben. Ja, und nach Value Investing Kriterien, jetzt müsste man sich 20% davon ausrechnen. Also wenn Sie jetzt hier 6,6 davon abziehen und die Kurse liegen unterhalb dieses Kurses, dann wäre das eben die Zone des Kaufens oder dort, wo ein Value Investor dann zuschlagen würde. Das nächste, ich habe versucht, eben jetzt diese Zitate auch so ein bisschen zu gruppieren. Ich habe eben versucht, jetzt diese Zitate hier ein bisschen zu sortieren und jetzt die nächsten Zitate sind jetzt eher so auf die Haltedauer bezogen. Erfolg hat viel mit Inaktivität zu tun. Die meisten Anleger können der Versuchung nicht widerstehen, ständig zu kaufen und zu verkaufen. Das ist natürlich etwas, was natürlich mit Value Investing, mit der Philosophie auch sehr einhergeht, eine gewisse Inaktivität oder einfach einmal wirklich zu sagen, man braucht einfach wirklich Geduld, man muss der Aktie auch Zeit geben, um zu diesem fairen Wert wieder zurückzukommen oder vielleicht dann auch drüber hinauszugehen, weil oft ist es natürlich so, dass diese Übertreibungsphasen sowohl nach oben als auch nach unten durchaus längere Zeit anhalten können. Das heißt, wenn eine Aktie gerade sehr billig ist, was aber auch bedeutet, dass man meistens hier in einer eher pessimistischen Stimmung im Markt oder eben bei dieser Aktie konfrontiert ist, es kann halt durchaus sein, dass diese negative Stimmung durchaus noch eine Zeit lang weiterhält, also auch nach des Kaufens. Wenn man aber sozusagen die Bewertung hier richtig gemacht, der klassische Value Investor sagt dann, naja, es ist zwar noch immer eine negative Stimmung, aber wir glauben, dass wir unsere Bewertung richtig gemacht haben und wir haben auch genügend Geduld, die Aktie dann lang zu halten, dass sich das dann auch wieder erholt beziehungsweise dann auch in eine übertriebene Marktphase vielleicht nach oben kommt. Das nächste, was er gesagt hat, wenn du nicht bereit bist, eine Aktie für 10 Jahre zu halten, solltest du auch nicht darüber nachdenken, sie für 10 Minuten zu besitzen. Gut, auch das spiegelt ganz klar die langfristige Sichtweise von Buffett wider. Buffett sieht sich ja eigentlich nicht so primär nur als Aktionär, sondern er möchte eigentlich wirklich an dem Unternehmen auch beteiligt sein, möglichst lange an dem Unternehmen auch beteiligt sein. Und da sagt er eben, eigentlich strebt er eine sehr lange Haltedauer an. Und das ist natürlich ganz eine andere Philosophie, als jetzt viele Daytrader verfolgen. Auch dagegen spricht nichts, wenn man sich da wirklich auf das spezialisiert und sagt, ich traue es mir zu, Intraday-Marktbewegungen auszunutzen. Aber die klare Value-Philosophie ist eben einfach eine deutlich längere. Ja, und dann damit verbunden auch erfolgreiches Investieren benötigt eben Zeit, Disziplin und Geduld. Und unabhängig davon, wie groß dein Talent oder deine Anstrengung sind, einige Dinge brauchen einfach Zeit. Man kann kein Kind in einem Monat bekommen, indem man 9 Frauen schwängert. Gut,
Das hat er jetzt etwas plakativer dargestellt, aber auch hier eigentlich die ähnliche Message. Man braucht einfach Zeit, Geduld und auch die Bewertung braucht natürlich auch eine Zeit und dann muss man aber auch der Aktie genügend Zeit geben, dass sie sich dorthin entwickelt. Kommen wir zum nächsten Money-Management-Regeln. Er hat einmal auch gesagt, Gelegenheiten kommen sehr unregelmäßig. Wenn es gerade Gold regnet, stell einen Eimer vor die Tür und keinen Fingerhut. Damit will er natürlich andeuten, man sollte dann natürlich auch, wenn diese übertriebenen Marktphasen nach unten zustande kommen, das heißt, wenn man dann auch wirklich überzeugt ist, dass man billige Aktien einkaufen kann, dann sollte man natürlich auch dementsprechende Cash-Reserven zur Verfügung haben, sprich und dann in diesen Marktphasen, dass man dann auch in der Lage ist, hier in größeren Mengen einzukaufen. Also das vielleicht auch ein Aspekt. Es ist natürlich immer schwierig, wenn viele Investoren dann die meiste Zeit sehr voll investiert sind, dann kommt irgendwann der Marktcrash und wenn es da eben nicht gelingt, die Cashbestände rechtzeitig aufzubauen, dann fehlt einem natürlich hier Geld, um neue Aktien einzukaufen. Also vielleicht das ein wichtiger Aspekt auch vom Money Management Aspekt, den Sie mitnehmen. Kaufe nie eine Aktie, wenn du nicht damit leben kannst, dass sich der Kurs halbiert. Ja, also auch das ein Aspekt, das natürlich mit dieser sehr langfristigen Horizont, mit dem Anlagehorizont zusammenhängt. Das heißt, man sollte als Value Investor schon durchaus mit den ein oder anderen Verlusten leben können. Ja, darüber kann man jetzt streiten, ob jede Aktie sich halbieren müsste oder ob man vielleicht doch bei minus 25, 30%, wie auch immer, einen Stopp setzt. Das ist dann auch jedem Trader selber überlassen. Aber grundsätzlich, man muss sich halt auch auf größere Verluste einstellen können. Ein Aspekt, den habe ich jetzt noch hier so ein bisschen dazugegeben. Denken Sie vielleicht auch immer an den Zinseszinseffekt. Das ist halt so ein Effekt, der bei niedrigen Renditen und bei kurzer Dauer jetzt nicht den großen Effekt ausmacht, aber diejenigen von Ihnen, die natürlich dann dementsprechend höhere Renditen erzielen und dann über die Jahre auch diese Investments wieder veranlagen können, da spielt dann der Zinseszinseffekt schon eine große Rolle und das soll man natürlich schon vielleicht überlegen, dass man dann auch die dementsprechenden Gewinne wieder gut veranlagen kann und das soll einfach diese kurze Grafik hier veranschaulichen, also versuchen, Gewinne zu generieren und diese Gewinne soll man eben versuchen, wieder zu veranlagen, sodass dann über die Jahre der Zinseszinseffekt zum Tragen kommt. Und die letzten zwei Philosophien, und die finde ich persönlich eigentlich sehr wichtig. Das erste könnte man noch so, oder die 11. Regel könnte man quasi zusammenfassen, zerlegen Sie etwas in kleinere Schritte. Er hat einmal gesagt, ich versuche nicht 2 Meter hoch zu springen. Ich schaue mich nach Hindernissen um, die 30 Zentimeter hoch sind und die ich einfach überschreiten kann. Und wenn man das eben mehrere Male wiederholt, dann kann man damit eben auch größere Hindernisse überschreiten beziehungsweise auch überwinden. Und ich finde dieses Zitat eben sehr wichtig, weil es auch eine schöne Philosophie grundsätzlich fürs Leben ist. Bei vielen großen Projekten, die erscheinen am Beginn unüberwindbar. Und wenn es eben gelingt, diese großen Projekte in kleine Ziele herunterzubrechen, dann auf einmal ist es eben auch handelbar. Dann auf einmal ist es so, dass man das bewerkstelligen kann. Also vielleicht der Hinweis, versuchen Sie sehr komplexe Aufgaben eben auf kleinere Ziele herunterzubrechen. Und der letzte Aspekt könnte man so zusammenfassen, Fokus auf das Wesentliche. Man muss nicht viele Dinge im Leben richtig machen, solange man nicht zu viele Fehler macht. Also ein paar wichtige Dinge richtig machen und schauen, dass man nicht durch zu viele Fehler dann in den negativen Bereich in Summe kommt. Das waren im Wesentlichen die Zitate. Ich hoffe, das eine oder andere war spannend für Sie dabei. Und jetzt habe ich Ihnen einige Wikifolios mitgebracht, die im Prinzip nach so klassischen Value-Prinzipien handeln. Der erste ist, muss man sagen, mittlerweile fast schon ein Klassiker auf der Plattform.
Team Rademacher hat ein Wikifolio, das heißt Value Driven. Und Sie sehen es, eine durchaus beeindruckende Performance von gut 300%. Es ging zwar zuletzt ein bisschen seitwärts, aber gut, ich meine, wenn Sie sich den Gesamtmarkt ansehen, ist auch diese seitwärts hier Bewegung hier meiner Meinung nach durchaus vertretbar. Aber insgesamt eben, wie gesagt, mit über 300% Performance schon eine sehr beachtliche Performance seit Start. Das Ganze bei einem maximalen Verlust von 22,8%. Ja, zu Team Rademacher. Sie finden bei uns auf der Plattform auch in unserem YouTube-Kanal einige Videos von ihm. Ich habe auch gemeinsam mit ihm schon Webinare gemacht. Also Sie können den Handelsstil von Team Rademacher hier deutlich genauer und tiefer anschauen, als ich das jetzt hier sehr kurz bringe. Im Wesentlichen kann man sagen, er orientiert sich sehr klassisch value-orientiert, schaut wirklich ins Unternehmen sehr tief hinein, schaut also natürlich auf die klassischen Kenngrößen, Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Buchwert-Verhältnis, schaut auf den Peer-Gruppen-Vergleich, schaut auf das Wachstum, schaut auf die Margenentwicklung. Und was er eben auch macht, er versucht dann auch wirklich direkt mit dem Unternehmen in Kontakt zu treten, also wirklich dort in der Investors Relationship Abteilung anzurufen und wirklich zusätzliche Informationen dort noch rauszubekommen, und geht auch auf Investorenkonferenzen, um sich dort persönlich ein Bild zu machen von dem jeweiligen Unternehmer. Ja, grundsätzlich spezialisiert eben auf Small Cap Bereich, weil er dort die höchsten Wachstumschancen findet, und wie gesagt, vom Grundcharakter würde ich eben sagen, ist er doch ein klassischer Value Investor. Die Chartanalyse kann natürlich auch ein bisschen eine Rolle spielen, aber grundsätzlich vom Charakter sind es für ihn die fundamentalen Kriterien. Machen wir einen Blick ins Portfolio hinein. Sie sehen eine Evotec drinnen, schön entwickelt, plus 32%, Aumann 1,9. Ja, und dann gibt es doch ein paar Positionen, die halt jetzt vielleicht auch leicht negativ sind. Gut, Sie sehen es, der Markt momentan tut sich ein bisschen schwer. Ich habe unlängst auch mit einigen anderen Tradern telefoniert, beziehungsweise die letzten Tage ausgetauscht. Und es ist halt, wir sehen das schon sehr stark, der Technologiesektor rennt, aber viele andere Sektoren tun sich momentan schwieriger. Von daher absolut verständlich, dass da doch der ein oder andere negative Titel auch dabei ist. Aber wie gesagt, Technologie rennt. Und ja, was hat da unten noch drinnen? Eine SIX drinnen, da hat er auch plus 16%, Warta 11,8%. Ja, natürlich auch Batterie und batteriebetriebene Autos durchaus ein Thema. Ja, also hier durchaus ein schön diversifiziertes Portfolio mit unterschiedlichen Sektoren. Ja, insgesamt glaube ich, die Performance spricht hier schon für sich. Etwas, und an der Stelle, ich weiß, ich klinge da vielleicht immer so ein bisschen wie ein Tonband schon, aber die Kommentare sind halt wirklich eine gute Möglichkeit, dass Sie nachvollziehen können, warum hat der Trader hier etwas gekauft. Sie finden hier beispielsweise zu Init oder zu QSC oder zu Telecolumbus jetzt unterschiedliche Kommentare, und da erklärt er eben, warum er jetzt vielleicht die ein oder andere Position geschlossen hat oder warum er vom ein oder anderen Unternehmen überzeugt ist und dort neue Positionen aufgebaut hat. Das nächste Wikifolio, unterbewertete Markenaktien und Wachstum, wird von Martin Zipfel betreut. Auch hier haben wir eigentlich eine sehr schöne Wertentwicklung, 130% seit 2012, ja, Ende 2012 muss man fast dazu sagen. Das Ganze auch bei einem durchaus vertretbaren bisherigen maximalen Verlust von minus 19,6%. Ja, schauen wir uns hier auch gleich seine Handelsidee an. Man könnte das im Wesentlichen so zusammenfassen. Er fokussiert sich im Wesentlichen auf starke Markennamen, und auch er strebt eine langfristige Haltedauer an und versucht eben einen möglichst hohen Return Investment anzustreben. Also auch eine, könnte man sagen, vielleicht klassische Value-Strategie, die vielleicht auch eine gewisse Growth-Strategie oder Wachstumsstrategie mit sich beinhaltet. Und er hat sich halt eben spezialisiert auf starke Markennamen, weil er sagt, dass diese Brand oder diese Marke eben
schon auch eine gewisse Sicherheit mit sich verbindet. Und er versucht eben diese Markennamen zu analysieren. Und dann eben gerade in schwachen Marktphasen ist das für ihn dann eben eine Möglichkeit, hier einzusteigen. Also die genaue Handelsidee können Sie sich dann hier in Ruhe durchlesen, beziehungsweise finden das dann eben unter dem Wikifolio unter bewertete Marken, Aktien und Wachstum. Schauen wir auch hier ins Portfolio hinein. Ja, Sie sehen es, die Facebook hat hier doch sehr stark auch zur Performance beigetragen. Aber es gibt auch weitere Titel, Nestle plus 33%, Unilever plus 72%, Group Danone plus 28% und dann weiter unten Hugo Boss ist auch ganz gut gelaufen. Also die haben im Wesentlichen zur positiven Wertentwicklung beigetragen. Ja, was ist eher enttäuschend, der eine Commerzbank, leider der Banksektor, der rennt einfach so gar nicht. Also für diejenigen von Ihnen, die auch Finanztitel drinnen haben, die wissen das sicher. Ja, und dann sind noch ein paar unterschiedliche Hersteller drinnen. Bei Intel bin ich auch gespannt, wie es weitergeht. An und für sich Technologie sollte laufen. Werden wir sehen, wer sich hier durchsetzen wird. Gibt natürlich auch andere Chip-Hersteller. Ich habe gerade so den Eindruck, das positioniert sich in dem Sektor gerade so ein bisschen neu. Ja, Trade-Historie, gut, ich zeige das vielleicht auch ganz kurz her, Stichwort volle Transparenz bei Wikifolio, es wird nichts versteckt, also Sie können auch in der Kurshistorie zurückschauen und sehen eben hier ganz genau, wann wurde was gekauft, wann wurde was verkauft und Sie sehen auch hier wirklich offengelegt, mit welchen Trades hat er hier Gewinne oder Verluste gemacht. Ja, und da sieht man eben, dass die Microsoft da konnte Gewinntrades realisiert werden und bei Kellogg, das ist eigentlich ganz gut gelaufen. Ja, und auch hier eben der Hinweis auf die Kommentare. Er sagt hier einerseits zu Microsoft, hat er hier einen Kommentar gegeben, beziehungsweise auch allgemeine Marktkommentare, also auch das immer der Hinweis, vor allem wenn Sie dann die jeweilige Einzelaktie interessiert, ist das natürlich hier auch gute und nützliche Information noch dazu. Und das letzte Wikifolio, das ich Ihnen noch heute zeigen möchte, ist vielleicht so ein bisschen ein gemischter Ansatz. Da gebe ich jetzt zu, das ist jetzt kein reiner Value-Ansatz, sondern eher, Sie sehen es jetzt im Namen schon, eine Kombination aus sogar drei unterschiedlichen Stilen. Sie werden aber doch sehen, wenn Sie dann ins Portfolio hineinschauen, oh gut, es ist der ein oder andere Titel noch drinnen, den man als Value-Titel bezeichnen könnte. Von daher dachte ich mir, obwohl das vielleicht ein bisschen anders ausgelegt ist, ist es vielleicht auch spannend, dieses Wikifolio hier dazu noch herzuzeigen. Wobei man streng dazu sagen muss, es ist jetzt kein reiner Value-Ansatz. Grow die Wahl Trend Invest vom Stefan Uhl. 309% Performance ist eben ein gemischter Ansatz, der sowohl auf Wachstumstitel, also Growth-Titeln, Dividendentiteln und aber eben auch unterbewertete Aktien, also sprich auch Value-Titeln sich ansieht. Und er versucht das Ganze dann noch mit einer technischen Analyse zu kombinieren. Vom Anlageuniversum möchte er sich eigentlich nicht wirklich einschränken. Also es können sowohl europäische Titel als auch amerikanische Titel sein. Und das Ganze sollen in der Regel nicht viel mehr als 20 Titel sein. Ja, und Anlagehorizont mittel- bis langfristig. Machen wir auch hier kurz einen Blick hinein. Dr. Hönle im Plus, dann Alibaba leider ein negativer Titel, aber sonst durch die Bank eigentlich recht schöne positive Werte. Wirecard läuft ganz gut, plus 39%. Ja, was ist noch spannend? Hypoport vielleicht auch erwähnenswert, 16% im Plus und dann sehen Sie eigentlich durchaus einige positive Titel bei M-Wise, dort zwar ein Minus, aber sonst sieht das hier eigentlich alles sehr schön aus. Sie sehen, der Trader ist zu 88,7% investiert, also auch relativ hoch investiert. Ja, und auch hier, wie gesagt, noch einmal der Hinweis, die Kommentare hier hat er eben vor allem zu der Dividenden eben Kommentare gegeben, welche Aktien hier Dividenden ausgezahlt haben. Und ja,
vielleicht so Y Corporations noch, sagt er eben auch, das ist vielleicht ein eher spekulativer Wert. Das war es im Wesentlichen von den unterschiedlichen Wikifolios. Man kann zusammenfassen, was kann man von Value-Investoren lernen? Sie bewerten eben ein Unternehmen nach fundamentalen Daten. Wir haben heute über die 12 Regeln von Warren Buffett durchgesprochen. Also vielleicht war hier doch das ein oder andere, was spannend ist für Sie mit dabei. Grundsätzlich natürlich das Ziel von Value-Investoren sollte eben sein, dass man versucht, Aktien unter ihrem inneren Wert oder fairen Wert zu kaufen. Ich habe Ihnen heute nur die sehr einfache Formel von Graham gezeigt. Das kann man mal durchaus als Näherung verwenden. Wenn es dann ein bisschen komplexer werden soll, dann, wie gesagt, Discounted Cashflow-Verfahren oder Multiplikatorenverfahren. Und auf der anderen Seite, der Anlagehorizont sollte ja eben mittel- bis längerfristiger sein. Was können Sie machen? Wie können Sie diese Prinzipien selber nutzen? Naja, gut, man kann natürlich versuchen, jetzt nach endlichen Prinzipien selber zu handeln und eben diese Bewertungsverfahren wirklich selber zu implementieren. Oder Sie nehmen sich eben die Zeit und versuchen hier gute Wikifolio-Trader zu finden, die eben nach diesen klassischen Value-Prinzipien handeln. Und dann haben Sie eben sehr leicht die Möglichkeit, sich dieses Indexzertifikat in Ihr Aktiendepot zu holen. Das war's von meiner Seite. Ich sage wieder mal danke vielmals für die Aufmerksamkeit. Bei Fragen bitte an service@wikifolio.com oder natürlich auch an mich persönlich. Ich schaue jetzt noch mal kurz bei den Fragen rein. Eine Frage war, geht es bei dem jährlichen Gewinnwachstum um das geschätzte Wachstum im nächsten Jahr oder um einen mittleren Wert? Ja, da muss man dazu sagen, ich habe beide Berechnungsformeln gesehen. Also das eine ist, man schaut sich natürlich die historische Entwicklung an. Also ich schaue mir das Gewinnwachstum der letzten 5 Jahre an, beziehungsweise auch quartalsweise kann man das machen, dass ich einfach die letzten Quartale mir ansehe. Natürlich auch interessant, was ist die Schätzung dann fürs nächste Quartal? Und eigentlich die Aussage ist dann die, wenn man ein relativ schönes, konstantes Wachstum sieht, das wäre dann eben durchaus als sehr positiv zu bewerten. Eine Frage, die ich nicht ganz nachvollziehen kann, war im Wikifolio-Ranglisten-Ranking werden Wikifolios bevorzugt, die besonders viel Geld hin und her schieben. Das kann man so, könnte ich so nicht bestätigen. In die Formel fließt aber ein, in die Berechnung, wie viel Assets insgesamt sich im Wikifolio befinden. Also das vielleicht zur Erklärung dazu. Aber sonst können wir da noch genauer dann nachgelagert drüber sprechen. Ja, das war's, glaube ich. Ich glaube, damit haben wir die wesentlichen Fragen beantwortet und ich wünsche Ihnen heute noch einen schönen guten Abend.